Das einzige Beständige ist die immerwährende Wandlung. Alles wandelt sich unaufhörlich in seinen Antagonismus. Immer mehr Menschen erkennen, dass wir uns in einer wirklich großen, universellen Wandlung befinden. Um in dieser umwälzenden Zeit nicht in den Abgrund zu stürzen, benötigen wir einen Kompass, damit wir nicht vom richtigen Weg abkommen. Einer dieser Wegmeister, welcher den ehrlich Suchenden den richtigen Weg zeigt, ist Ivo Sasek. Herzlich willkommen bei VivoTerra, hier und jetzt. Liebe Zuschauer, ich freue mich, heute einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen und sage herzlich willkommen, Ivo Sasek. Hallo, Francine. Lieber Ivo, bevor wir mit unserem Interview starten, möchte ich den Zuschauern in der nachfolgenden Biografie noch einmal zeigen, was du bisher alles geleistet und erreicht hast. Ivo Sasek ist der Gründer von OCG, AZK, KlarTV, S&G, Elion Verlag, Panorama Film und weiteren Institutionen. Diese zielen in ihrer Gesamtheit darauf ab, die Gesellschaft sowohl im religiösen, politischen, kulturellen als auch im sozialen Bereich zu stärken. Ivo Sasek, geboren 1956 in Zürich, ist ausgebildeter Automechaniker. Er war nach seiner Ausbildung als Autoverkäufer in einem Großbetrieb tätig. Danach besuchte er von 1979 bis 1983 die Bibelschule New Life in Walzenhausen mit einem 9-monatigen Missionsaufenthalt in Indien und Nepal. Er heiratete im Dezember 1983 Anni und gründete die Rehabilitationsarbeit Obadja für Drogen- und Alkoholabhängige sowie für psychisch leidende Menschen. Er betrieb mit einem 7-köpfigen Team über 16 Jahre kostenlose Sozialarbeit an der untersten Schicht der Gesellschaft. Daraus entstand die prophylaktische Arbeit mit Hilfesuchenden in Form von Lebensschulen, Bemessungstagen bis hin zu einer internationalen Familienhilfe. Ivo Sasek ist Autor von über 20 Büchern und Lehrschriften, diversen Traktaten und Broschüren zu verschiedenen theologischen und praxisbezogenen Themen. 1997 gründete er die OCG, Organische Christusgeneration. An Dutzenden Großveranstaltungen wurden und werden Hunderttausende von Büchern, CDs, DVDs kostenlos an Interessierte weitergegeben. Zusammen mit seiner Ehefrau Anni hat Ivo Sasek heute 11 Kinder. Was für eine beeindruckende Biografie. Lieber Ivo, vielen herzlichen Dank für deine wertvolle Arbeit, die du in all den letzten Jahren geleistet hast. Und ich persönlich danke dir von Herzen, dass du dir in deinem Studio die Zeit genommen hast, meine Fragen ausführlich zu beantworten. Liebe Zuschauer, viel Freude beim Interview. Lieber Ivo, nebst den Manipulationsmedien, welche zu 90% von den linken Zentralisten gesteuert werden, gibt es zum Glück unzählige freie Medien. Und von diesen freien Medien steht in der Favoritenliste von VivoTerra Klagemauer TV an erster Stelle. Wow. Auch André Blank, Gründer und CEO von VivoTerra, war bereits bei AZK-Treffen vor Ort anwesend. Lieber Ivo, nun meine erste Frage an dich. Was sind für dich Menschen, Engelwesen, aufgestiegene Meister auf der einen Seite und Dämonen und Satanisten auf der anderen Seite? Kannst du uns die wesentlichen Unterschiede erklären, so wie du diese Wesen verstehst? Wow, das sind ziemlich komplexe Fragen. Vereinfacht gesagt, würde ich zuerst einmal dem Menschen eine neutrale, aber eine zentrale Position im gesamten Weltendrama zuordnen. Ich nenne es mal so. Als die Juden Jesus dafür verklagten, weil er sich Sohn Gottes genannt hat, rechtfertigte sich Jesus mit Psalm 82,6, wo Gott uns Menschen insgesamt als Söhne Gottes bezeichnet hat. Ja, noch mehr, Gott sagte dort in diesem Text zu uns Menschen, ihr seid Götter, also von Theos, Mehrzahl Tei, Söhne des Höchsten insgesamt. Menschen sind für mich daher insgesamt Söhne des Allerhöchsten, sprich, man könnte sagen, Götter im Keimstadium. Im Unterschied zu den Tieren vielleicht,
die in allem instinktiv navigiert werden, sprich ohne Überlegung und ohne Selbstbewusstsein, man könnte auch sagen, so eine Art Kopflosen, sollen wir Menschen als Gottwesen bewusst zur Wahrheit finden, das heißt mündig, aber doch göttlich navigiert, zur Vollkommenheit sollen wir hinwachsen. Und Jesus hat es so gesagt in Matthäus 5,48, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Jetzt ist aber das irdische Leben, und zwar allem voran das soziale Zusammenleben, überaus komplex. Ja? Also für den menschlichen Verstand und sein Erfassungsvermögen absolut zu hoch, absolut unkontrollierbar, unberechenbar, hoffnungslos, unübersichtlich, man könnte auch sagen zu egoistisch. Und darum nur und einzig unter der Führung oder Inspiration, sprich Navigation eines allgegenwärtigen, allwissen und allmächtigen Gottes, können Menschensöhne zum vereinten göttlichen Organismus heranreifen, sprich zu Göttern werden. Und hier leite ich jetzt zu deiner zweiten Frage, übrigens recht ist, was sind Engelwesen, aufgestiegene Meister? Ich würde sagen, Engelwesen und aufgestiegene Meister verkörpern eigentlich die flankierenden Mächte des Lichts, die uns Menschen auf dem Weg zur göttlichen Vollkommenheit, und zwar in der Vollkommenheit in organischer Einheit, begleiten, sie uns schützen, manchmal auch auf diesem abenteuerlichen Weg hinein in die Wahrheit, sprich hinein in die Wirklichkeit, uns auch manchmal coachen. Ja. Dämonen, Satanisten auf der anderen Seite sind Dunkelmächte, die diesen Weg konsequent, kategorisch rivalisieren. Warum in diesem Universum nebst Menschen auch aufgestiegene Meister und Engelwesen existieren, das können die meisten Menschen ohne weitere Erklärungen verstehen. Doch warum existieren in diesem Universum Dämonen und Satanisten? Wäre diese Welt nicht friedlicher ohne diese dunklen Mächte? Ja, ganz sicher, ja, wäre die Welt friedlicher ohne diese Dunkelmächte. Aber auf der anderen Seite, ohne diese Schattenmächte kann es keine dauerhafte, echte, keine mündige und vor allem keine bewährte göttliche Vollkommenheit für uns geben. Das muss man verstehen lernen. Wahre göttliche Freiheit kann nur aus einer echten, von Grund auf gewachsenen göttlichen Mündigkeit hervorkommen. Die zutiefst eigene Erfahrung aller göttlichen Lebensgesetze oder der Kräfte, insbesondere der Grenzen des Lebens oder auch der Grenzen des Todes, sie bilden diese unentbehrliche Grundlage von allem wahren Sein. Die waschecht von uns selber gewollten und ergriffenen göttlichen Tugenden bilden den Inbegriff von ewigem und himmlischem, man könnte auch sagen harmonischem Leben. Also diese friedliche Welt, wie du sie vorher nanntest, muss kurz gesagt durch unzählige Erprobungen, durch Erschütterungen hindurch bewährt werden. Es kann auf Dauer einfach keine friedliche Welt geben, ohne diese durch und durch geläuterten Grundlagen. Man kann auch sagen, früher oder später würden wir Lebewesen experimentell wissen wollen, ob ein vollkommenes Leben nicht auch vielleicht ohne eine lückenlose Führung durch ein vollkommenes himmlisches Haupt oder sprich ohne Gott geht. Ja. Es ging hier allerdings zu weit, jetzt auch noch auf die Entstehungsgeschichte von diabolischen Archonten und Gewalten, von den Weltbeherrschern dieser Finsternis und diese geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern einzugehen. Ich habe dazu in meinem Buch Krieg in Gerechtigkeit vieles geschrieben. Man kann das herunterladen bei unserem Elion Verlag. Auf den Punkt gebracht geht es bei diesen Widermächten also genau um diese Problematik. Sie kamen aus dieser ursprünglich gottgeschenkten Freiheit hervor, doch diese Freiheit war noch unbewährt. Das meint, dass sich die göttlichen Geschöpfe irgendwann dazu aufgemacht haben, selber Gott zu spielen, sprich selber Kopf und nicht bloß Körper Gottes zu sein, selber zu wissen, was für sie richtig, was für sie falsch ist. Dieses Experiment läuft schon seit Jahrtausenden allein auf dieser Welt. Gott lässt jedes geschaffene Lebewesen, ob nun himmlischer oder irdischer Herkunft, diese Ego-Studie machen, und zwar bis aufs Äußerste, bis aufs Letzte. Über Jahrtausende hinweg lernen alle Wesen auf diesem Weg, Gott in Wahrheit und in Mündigkeit zu fürchten. Vielleicht fragst du dich jetzt, warum fürchten? Weil wir eben auf unseren ego-individualistischen Wegen
die experimentelle Erfahrung der totalen Selbstzerstörung machen werden, des gnadenlosen Untergangs und grenzenlosen Todes werden wir Erfahrungen machen. Weil doch ist doch klar, nur Gottes vollkommene Liebe, auch Gottes vollkommene Leidensbereitschaft ist doch fähig, aus Millionen egoistischer Individuen einen symphonischen Organismus hervorzubringen. Gott lässt jeden Egotrieb so lange zu, bis wir zuletzt alle nur noch danach lechzen, dass der allmächtige und liebende Gott wieder Haupt über alles wird. Ja, dass Gott schließlich alles in uns allen und alles in allem zusammen wird. Uns geht doch ehrlich jede nötige Selbstlosigkeit ab, jede Gesamtorientierung, jede Weisheit, die dazu nötig ist, jede Kraft, jede Liebe und all solches geht uns völlig ab. Und siehst du, so werden wir zuletzt bei jedem Gedanken, bei jeder Empfindung und jedem auszuführenden Werk nichts mehr anderes wünschen, als dass wir Gottes vollkommene Weisheit, Gottes vollkommene Liebe, Kraft, Macht und so weiter bekommen und brauchen. Und zwar nicht irgendwo im Himmel oben, sondern in uns selber drin, lebendig und wahrhaftig. Wir werden darum zuletzt danach lechzen, alle göttlichen Vollkommenheiten wie unseren Atem direkt laufend aus ihm selber zu empfangen, frei ausfließen, nicht eines bloß nachgeahmt oder gesetzlich umgesetzt oder religiös zelebriert oder motiviert. Also kurzum, Dämonen und Satanisten sind Schattenmächte, die genau dieses Experiment der totalen Gottunabhängigkeit machen. Und zwar fest entschlossen, das Ziel der totalen Autonomie zu erreichen. Und aus diesem Grund verkörpern sie das konsequent todgebärende Wesen eines Ego-Individualismus. Sie verkörpern die unausweichlich zerstörerische Macht von Eigenherrschaft. Sie bringen damit aber letztlich nur den totalen Untergang durch stolze Besserwisserei, durch Hochmut in unser aller Bewusstsein. Das ist ein Job, ein guter Job. Summarisch ihre Rebellion gegen jede göttliche Ordnung oder man könnte sagen Gesetzmäßigkeit oder ihre Flucht vor jeder Verbindlichkeit lehrt uns Menschen auf pragmatischem Weg, dass ohne die uns ständig zufließende Quelle des Lebens alles in dämonischer Zerstörung enden muss. Ja, vielleicht mal so viel. Ivo, du hast unter so viel anderem auch viele Jahre, sogar Jahrzehnte, die Bibel intensiv studiert. Es ist wichtig zu wissen, dass die Bibel, so wie wir sie heute lesen, nicht ein Originaltext ist, sondern eine Übersetzung aus dem Althebräischen ins Altgriechische oder Aramäische ist und dann noch viele weitere Male übersetzt wurde, bevor sie in der heutigen Form vorlag. Und mit jeder Übersetzung leidet die Qualität, da die Übersetzung nie besser sein kann, als die geistige Verfassung des Übersetzers ist. Daher sollten wir die Texte nicht wörtlich nehmen, sondern müssen mit einer guten Intuition den Sinn interpretieren, respektive herausspüren. Wie können Menschen, welche die Bibel nie so intensiv studiert haben wie du, sie dennoch richtig interpretieren und die Manipulation erkennen? Also ich glaube, zuerst müssen wir einmal zwischen Altem und Neuem Testament unterscheiden. Das Alte Testament ist ganz generell viel unproblematischer, was die Genauigkeit der Übersetzung anbetrifft. Es setzt sich ja zum größten Teil aus Erfahrungsberichten mit Gott zusammen. Das Alte Testament, man könnte sagen, ist insgesamt sehr selbstkritisch verfasst. Das heißt, die Menschen haben tagebuchartig festgehalten, was sie überall verkehrt, aber auch richtig gemacht haben und zu welch haarsträubenden oder wiederum gesegneten Konsequenzen das alles geführt hat. Man kann aus dem Alten Testament auch hervorragend lernen, wie man in extremen Zeiten, wie gerade vielleicht in der unseren, sich auf Gott stützt, auf Gott vertrauen kann. Das Alte Testament ist vom Wesen her also ein hervorragendes, ich würde sagen, Bilderbuch allererster Güte. Jetzt gehen wir zum Neuen Testament. Wie du vielleicht weißt, übersetze ich das Neue Testament seit Jahren von Grund auf, also im Griechischen. Und dazu verwende ich 6 verschiedene griechische Urtexte, die aber in allen wesentlichen Punkten identisch sind und daher als zuverlässig gelten dürfen. Das Problem der neutestamentlichen Übersetzung liegt allerdings auch an einem ganz anderen Punkt. Und dieser ist ziemlich einfach zu erklären.
In den griechischen Urtexten ist übrigens alles lückenlos zu finden, um was es dort tatsächlich geht. Ich habe, wie gesagt, bereits einige hundert Seiten meiner interlinearen Vollanalyse, kurz IVO, erstellt, sodass jeder Laie jedes einzelne Wort mit Wortstamm, mitsamt Formenanalyse direkt im Text nachprüfen kann. Jetzt aber zurück zum Hauptproblem. Das Neue Testament wurde in sämtlichen mir bekannten, aus dem Griechischen übersetzten Texten von religiösen, aber nicht etwa von wirklichen Gottkennern, von gottkennenden Menschen übersetzt. Was meine ich damit? Religiöse Menschen interpretierten das gesamte Neue Testament zunächst einmal als eine Art neue Sittenlehre, als ein noch vollkommeneres Gesetz, ein noch höheres Gesetz. Sowohl Übersetzer als auch Bibellehrer formten die Urtexte daher zuerst einmal zu Katechismen um. Ja? Sie verbreiteten dadurch eine neue Art Gesetzlichkeit. Als die Volksmengen daran aber völlig zerbrachen, gänzlich zerbrachen, und zwar noch schlimmer als die Juden unter dem Alten Testament, schwappten dann sowohl Übersetzer wie etwa Martin Luther als auch die Schriftgelehrten zur liberalen, billigen Gnadenlehre über. Ja. Das meint, sie verherrlichten alle fortgesetzten Zwänge und Unarten des Menschen als unausweichliches, aber von Gott begnadigtes Schicksal. Ja. Jeder, der es wagte, ab da göttliche Veränderungen in uns, sprich göttliche Vollkommenheiten im Hier und Jetzt zu verkünden, war fortan ein gefährlicher Schwärmer oder Sektierer. Nur noch die rein juristische Begnadigung unseres unveränderbar jämmerlichen Menschseins war fortan Trumpf. Und man kann auch sagen, zum neuen Heiland war damit der kommende Gevatter Tod und nicht mehr etwa der zu Pfingsten ausgegossene und uns Menschen innewohnende Geist Gottes geworden. Ja. Die griechischen Urtexte aber vermitteln uns von Anbeginn ausnahmslos alle die in uns angelegten göttlichen Fähigkeiten. So etwa in Kolosser 2, wo bezeugt wird, dass die ganze Fülle der Gottheit in unserem menschlichen Leib herabwohnt und wir dadurch potenziell zu göttlich Vervollständigten geworden sind. Siehst du, und daher existiert im Neuen Testament auch kaum ein Imperativ, sprich eine Befehlsform, weil letztlich fast alles in reiner Verheißungsform geschrieben steht. Als praktisches Beispiel. Nirgends heißt es zum Beispiel, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, wie es die religiöse Auffassung ausschließlich in die griechischen Texte hineininterpretiert hat. In Wahrheit steht dort, du wirst deinen Nächsten lieben als dich selbst. Das meint, dass wir auf unserem ego-individualistischen Trip so lange schmerzliche Erfahrungen machen werden, bis wir zuletzt zutiefst begriffen haben, dass wir Menschen alle zusammen nur einen einzigen unzertrennbaren Organismus bilden, sodass ich auch du bin und du auch ich bist. Ja? Was immer einen Menschen schmerzt, mit anderen Worten, schmerzt mich ausnahmslos mit. Direkt oder indirekt, irgendwie immer. Aus dieser Erfahrung heraus werden wir zuletzt mit Sicherheit unseren Nächsten noch lieben, als uns selbst, ein Körper. Siehst du den Unterschied? Wir werden uns zuletzt nicht mehr, mit anderen Worten, aus reiner gesetzlicher Pflicht heraus lieben, wie uns selbst, sondern wir werden uns zuletzt aus schmerzlicher Erfahrung heraus lieben, als uns selbst. Ja, so läuft das ab. Jetzt auf den Punkt gebracht, geht es immer nur um die eine und gleiche Schwachstelle im Neuen Testament. Die Übersetzer haben nicht begriffen, dass Gott leibhaftig, wirklich leibhaftig als Person in uns Menschen drin wohnt und seine eigenen Tugenden, sprich seine göttlichen Tüchtigkeiten, seine göttlichen Fähigkeiten und Vollkommenheit durch uns hindurch ausleben will. Und inklusive des Wollens Gottes in uns. Gott hat einen Willen, den schenkt er uns, dass sein Wille unser Wille wird. Wenn wir also nur schon überall dort, wo uns die herkömmlichen Texte im Neuen Testament zu gesetzlichen Werken gleichsam auffordern, stattdessen in uns angelegte göttliche Fähigkeiten sehen, sind wir schon ziemlich auf der sicheren Seite. Sämtliche hohen Tugenden, zum Beispiel in der Bergpredigt, sind gar keine Aufforderung, waren sie noch nie. Sind keine neue uns auferlegte, noch höhere, noch heiligere Gesetze, sondern sie sind göttliche Fähigkeiten, die nur darauf warten, von uns erkannt und freigesetzt zu werden. Freigesetzt aber in welchen Menschen? In allen? Nein, sicher nicht. Jesus beglückt, wünscht
dort nur und einzig diejenigen Menschen, die in eigener Kraft zerbrochen sind und dann aber vor Gott stehen und nicht heulen und aufgeben. Und dann beginnt Gott durch sie, diese Tugenden freizulösen. Wer immer Gott liebt und Gottes Wirkungen in jeder Lebenssituation, mit anderen Worten ganz entspannt in sich und durch sich erwartet, aus dem fließt dann auch jede Vollkommenheit Gottes. Und zwar mühelos, sie fließt aus ihm heraus. Und das nenne ich wirklichen Glauben. Wer ganz in die Tiefe gehen möchte in dieser Thematik, findet in unserem Erlion Verlag zahllose Bücher, CDs, DVDs und so weiter zu diesen Themen. Da die IVO zuletzt eine ziemlich umfassende Enzyklopädie mit vielen Erklärungen abgibt, werde ich noch einige Jahre daran arbeiten. Aber jetzt schon sind die wichtigsten vielleicht Schriften bereits in vorverdeutschter Verfassung mit vielen Fußnoten und Erklärungen bei uns zu beziehen. Ivo, kannst du uns erklären, was du selber unter dem wahren Glauben so groß wie ein Senfkorn verstehst, dass auch du glauben kannst, Berg, gehe ins Meer und der Berg geht ins Meer? Wow, du gehst ganz schön zur Sache. Hier muss ich zuerst einmal klären, dass, wenn wir jetzt vom wahren Glauben sprechen, ich damit keinesfalls irgendeine Form der Rechtgläubigkeit meine. Beim wahren Glauben geht es weder um unsere Haltung gegenüber irgendeiner Dogmatik, einem Dogma oder gegenüber einer Geschichte oder Historie. Wahrer Glaube basiert nicht auf irgendeiner Form des Festhaltens an vergangenen Ereignissen oder Glaubensbekenntnissen oder derlei belassenen Grundlagen. Wahrer Glaube bedeutet immer wieder nur lebendiges Vertrauen im Hier und Jetzt, und zwar auf eine Person, sprich auf Gott, den lebendigen Gott. Es ist sicher nichts einzuwenden gegen Glaubensbekenntnisse, gegen Glaubenssätze und dergleichen Zeugs. Aber das harte Leben fordert nun einmal von uns Lösungen ab, die wir aus menschlicher Kraft unmöglich bezwingen können. Darum bezeichnet die Bibel sowohl unverrückbare Probleme als auch Machtgebiete als Berge. Ja. Wie könnte ich aber mit menschlicher Kraft einen Berg versetzen? Unmöglich. Könnte hingegen ein allmächtiger Gott Berge versetzen? Aber sicher doch, sagen wir gleich aus einem Mund, oder? Und genau um das geht es. Der wahre Glauben besteht in einer Person, und zwar in Gott selber. Wir selber in uns haben doch keinen Glauben. Und nach dem, was Gott in der Bibel gesagt hat, gefällt es ihm ganz besonders, wenn er seinen allmächtigen Glauben in die Schwächsten der Menschen hineinlegen und durch sie zur schöpferischen Wirkung bringen kann. Die göttliche Formel heißt darum, je geringer und schwächer ein Mensch in sich selber ist und sich samt seiner Schwachheit aber Gott anvertraut, desto gewaltiger und stärker kann Gott und wird Gott durch ihn zur Wirkung kommen. Also bis hin, dass unbezwingbare Berge versetzt werden können durch diesen Glauben Gottes in uns. Und hier schließt sich der Kreis zu deiner anfangs gestellten Frage, was für mich Menschen im Gegensatz zu Teufeln und Dämonen sind. In 1. Mose 3,15 erklärt Gott dem Teufel direkt ins Gesicht, wozu er den Menschen geschaffen und bestimmt hat, beziehungsweise was Gott durch das schwache menschliche Geschlecht, das Wesen hindurch wirken wird in der Geschichte. Frei übersetzt sagt er dort, aber es trifft die Übersetzung sehr genau, sagt Gott zum Teufel, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, das meint Eva und ihr Nachkommen, zwischen deinem Samen und ihrem Samen, oder deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Jetzt sagt er vom Menschen pauschal, er wird dich überwältigend am Kopf treffen und du wirst ihn überwältigend an der Ferse treffen, sprich an der schwächsten Stelle des Menschen.
Also siehst du, der Mensch ist darum dazu gesetzt, mit den teuflischen Mächten und ihrem ego-individualistischen Wahnsinn gleichsam abzurechnen. Das Neue Testament bestätigt diese Urbestimmung von uns Menschen. Und das liest man in 1. Korinther 1, 27 mit ungefähren Worten: Gott hat das Schwache der Welt auserwählt, auf das er das Starke zuschanden mache. Also Gott hat das Schwache der Welt auserwählt, auf das er das Starke zuschanden mache. Oder in 2. Korinther 12, 9 sagt Gott: Meine Gnade reicht dir, also Mensch, reicht dir aus, denn meine Kraft, sagt Gott, wird in deiner Schwachheit vollendet. Das sind die göttlichen Gesetze. Und je schwächer wir mit anderen Worten sind, desto stärker kann Gott sich durch uns auswirken. Und aus diesem Grund, genau darum, rühmte sich der damals sehr geschwächte Apostel Paulus mit den Worten, dass er sagte: Ich will mich daher am allerliebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, auf dass die Kraft Gottes sich durch mich manifestieren kann. Und jetzt kommt noch Epheser 3, 9 und fortfolgend ins Spiel. Dort wird der finale Weg beschrieben, in welch atemberaubender Weise Gott dann selbst himmlische Mächte der Finsternis durch uns Menschen belehrt und bezwingt, wie es geschehen soll. Dort heißt es, dass allen Fürstentümern und Gewalten der unsichtbaren Welt die unsagbar vielseitige Weisheit und Herrlichkeit Gottes durch mit Gott eins gewordenen Menschen aller Gattung kundgemacht werden soll. Lieber Ivo, ich danke dir von Herzen für deine Zeit, für dieses wertvolle Interview und dass du meine Fragen so ausführlich beantwortet hast. Wir sind schon am Ende angekommen und ich möchte dir gerne noch die Gelegenheit geben und dich fragen, welche Botschaft möchtest du gerne noch an unsere Zuschauer senden? Ja, ich möchte allen Zuhörern vielleicht ans Herz legen, all meine eben gemachten Erklärungen für sich selber gelten zu lassen. Wir Menschen sind nach dem Zeugnis Gottes allesamt Theis, sprich Götter im Keimstadium, die dazu bestimmt sind, mit allen widergöttlichen Mächten, sprich mit allen teuflischen Mächten, hier unten auf der Erde aufzuräumen, gleichsam. Und das geschieht aber nicht durch menschlichen Missmut, durch Ärger, Zorn oder Auflehnung und dergleichen gegen das Böse. Das geschieht, indem wir uns wieder unserer verloren gegangenen Urbestimmung besinnen, sich der annehmen und zur Vereinigung mit Gott zurückfinden. Und unter Vereinigung verstehe ich, wie gesagt, nicht etwa bloß ein Glaubensbekenntnis, ein billiges Bußgebet oder irgendein bibeltreues Wandeln und sowas alles. Ich meine damit das ganz praktische Zusammenleben mit Gott. Ich meine damit ein kraftorientiertes Leben. Weil die Königsherrschaft Gottes ereignet sich durch seine göttlichen Kraftwirkungen in uns oder an uns und durch uns. Gott navigiert uns durch seinen göttlichen Frieden, durch sein göttliches Leben, seine göttlichen Energien, könnte man auch sagen, die in allen Glaubenden in hundertprozentiger Einheit wirken. Also alle erleben dasselbe, wie ein Mann, ein Körper. Wie man aber als weltweiter, vereinigter Organismus lebt, das vermittelt die OCG. Und zwar durch alle ihre Dienste, sämtlich, ja. Und wenn ihr diese begehrt, ihr könnt über 20 von mir verfasste Fachschriften zum Thema gratis runterladen bei unserem Align-Verlag oder, glaube ich, auch auf Sasek TV könnt ihr runterladen. Ebenso hunderte von Predigten darüber, Oratorien und vielerlei mehr. Ihr könnt auch zu Bemessungsdiensten kommen. Wir lehren euch dort unentgeltlich einen kraftorientierten Wandel, und zwar als Organismus, wie man gemeinschaftlich in dieser göttlichen Symphonie drin wandelt. Und ich kann euch nur sagen, das ist das Spannendste, was es unter diesem Himmel zu lernen gibt. Puh, so, ich glaube, das war's, liebe Francine. Ich hoffe, ich konnte dir und deinem oder eurem Publikum damit dienen. Lieber Ivo, ich kann dir gar nicht genug danken für deine wertvolle Zeit. Ich freue mich sehr darauf, dich beim nächsten AZK persönlich kennenlernen zu dürfen. Alles Liebe für dich und deine Familie. Liebe Zuschauer, wenn dir dieses Interview mit Ivo Sasek gefallen hat, dann teile es mit deinen Freunden,
Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und lass uns gerne einen Like oder Kommentar da, damit so viele Menschen wie möglich dieses Interview erreicht. Alles Gute, bleibt im Frieden und bis zum nächsten, hier und jetzt.